Vielleicht. Hunsi, 500 Meter freihändig, zweiter Versuch. Links vorbei, aber viel knapper. Wir arbeiten uns ran. Die Höhe ist auf jeden Fall okay. Ja, Höhe ist gut. Ich weiß, dass ich ein bisschen links war. Dritter Versuch, Bunsi freihändig 500 Meter. Yeah. Irgendwas von der Halterung hast du jetzt kaputt geschossen. Irgendwas auf der rechten Seite wahrscheinlich. Ja, rechts die Halterung, wahrscheinlich oben, wo das Ding dran hängt, die Stange weggeschossen. Aber ich finde, es zählt als Treffer. Schießt du auch mit 10-fach oder was? Ja, ja, hier. Schießt du jetzt auch nochmal freihändig auf 500 wackelig. Meter? Das ist wirklich wackelig. Das ist jetzt wackelt es aber richtig, weil das Ding jetzt schief hängt. Ja, ich will mal gucken, ob das überhaupt. Schießt du? Nee, ich schieße nicht. Also. Ja, das schalte ich aus. Ey, das geht bei mir nur so. Aber ich glaube, er hat Bunsi hat sich Arbeit gemacht. Ja, war alles nur halb so wild. Hier kannst du doch sehen. Ey, da schieße ich nicht mal auf 5 Meter genau. Ja. Ich weiß gar nicht, wie du das so ruhig halten kannst. Aber da oben, die Stange wegzuschießen, ja? Ah, die ist nicht oben, die ist glaube ich nur an der Seite. Irgendwo. Ich schieße aber auch mal eins freihändig jetzt. Einfach nur aus Scheiß. Von wo soll ich filmen? Vorne, hinten, ich muss halt abstellen. Ja, hier von der Seite so. Ich schieße jetzt auch mal einen auf 500 freihändig. Nur auch, weil ich es will. Ja, okay. Also jetzt. Ich weiß, das kann zwischen 1 und 5 Meter locker sein. Warte, ich mache für dich das Ganze ein bisschen größer vom. Einschlagbereich. Weil meine gerade auf 500 Meter eingestellt ist, versuche ich auch mal einen auf 500 Meter freihändig. Thorsten, 500 Meter freihändig. Ich habe warte, die warte, warte. Größerung ein bisschen zurückgenommen. Warte. Okay. Dankeschön. Es geht nicht. Doch. Ja! Drauf. Die war doch drauf! Hier! Das ist es! Es war ein absoluter Glücksschuss. Es war ein Glücksschuss. Es war wirklich ein Glücksschuss. Und davor schon dreimal ein Stück so, auf die 1046. So 5 Meter, ich hab nur so und dann irgendwann BAM! Klar, ja. Das einmal geht, dann Carsten, davor ich glaube, ich hab 3 Meter vorbeigehalten. Das ist im Magazin nicht drin, ne? Nee. Carsten, und davor schon dreimal auf die 1600er. Oh. Ja, heute ist dein Tag, ne? Ja, heute läuft's bei mir. Heute läuft's bei mir. Also, die Geschichte, das sieht hier die so dunkel aus. Abziehen. Das sieht auf dem Bildschirm so dunkel aus. Muss da irgendwas eingestellt werden. Aber läuft noch, oder was? Ja, ja, läuft noch. Dunkler. So. Ja, jetzt nochmal. Okay. Ja. Schießt du nochmal? Alter Schwede. Ich glaube, es niemand. Also, ob ich drauf war auf der Scheibe, ja, weiß ich nicht. So, jetzt 500 Meter freihändig. Irgendwo hat der Rahmen wieder eingekriegt oder so. Du hast den, glaube ich, sogar getroffen, aber ich bin mir nicht ganz im Klaren. Ich müsste zurückdrehen. Ja, dann dreh mal. Das kann nicht sein, dass ich jetzt hier... So, wie kann man das jetzt anschauen? Da. So, jetzt 500 Meter freihändig. Ja, unten. Deiner... Du hast den, glaube ich, sogar getroffen, aber ich bin mir nicht sicher. Jetzt habe ich gar nichts gesehen, nochmal. So, jetzt 500 Meter freihändig. Da vorne ja, hast du getroffen, wackelt doch. Naja, gut. Alter, ey, 500 Meter freihändig. Wir treffen immer. Ja, immer. Ich habe 100% 500 Meter freihändig Trefferquote. Ey, Carsten, ja, das stimmt. Ich würde auch nie wieder schießen. Ich schieße nie wieder. Dann kann ich überhaupt nicht treffen. Immer. Du bisher hast 100% Trefferquote. Das war ein Kunstschuss. Echt, das war einfach ein Glück. Das war Glück. Es wackelt so dermaßen. Ich krieg das Ding nicht ruhig. Du musst aber mal sehen, wo der drauf sitzt. Wir können den mal angucken. Ja.